Hallo Nina. Wie geht's? Ja, mir geht's ganz gut. Also, was machen wir heute? Möchtest du das kurz erklären? Soll ich das kurz erklären? Wir können das auch einfach, ich fange mal an, das zu erklären. Genau, also unser Plan ist, also wir sind ja so seit dem 16. März ungefähr ja, im Thema Online-Teaching angekommen. Wir unterrichten halt alle Kurse von zu Hause. Und wir haben uns gedacht, also zum Beispiel, wir haben da ja auch so ein bisschen über andere Videos gelernt, uns fortgebildet, laufend. Und wir haben gedacht, es könnte vielleicht interessant sein für andere Lehrer, die von zu Hause unterrichten und das nicht seit 40 Jahren machen. Ja, so ein paar Tipps zu bekommen, welche Tools gut sind, was man machen kann, wie das gut funktioniert, nicht zu arbeitsintensiv für die Lehrkraft ist. Und jetzt möchten wir so alle 2, 3 Wochen mal ein schönes Video Genau. hochladen. Genau. Praktische Tipps für die Notvirtualität im Für die DAF-Unterricht. Notvirtualität, genau. Super, stellen wir uns kurz vor. Also, wir hören hier meine liebe Kollegin Nina Heißenberg. Sie ist Deutsch als Fremdsprachenlernerin am Goethe-Institut Barcelona und auch Fortbildnerin für Lehrer, für Genau. Deutsch als Fremdsprache Lehrer. Genau. Und Pedro, jetzt kommt wieder mein Akzent, den du ja auch hast angeblich. Genau. Pedro Fernández Michels. So sage ich das auch, So sagst du das auch, obwohl genau. ich so heiße. Ist genau. Ist genau wie ich, genau, also Deutschlehrer und Fortbildner am Goethe-Institut in Barcelona und auch noch verantwortlich für die Deutschkurse an der WOC. Alles klar. Gut. Dann fangen wir einfach mal Also an. wir. Wir wollten heute übers Schreiben sprechen, Genau. Nina. Und zuerst mal könnten wir vielleicht kurz klären, ob das Schreiben in der Virtualität, also in solchen Online-Umgebungen und Kontexten, eigentlich wirklich so anders ist als das Schreiben im Präsenzunterricht, in unseren Klassenräumen, an den Tischen, mit der Tafel vorne. Genau, also ich meine, die äußeren Faktoren sind natürlich anders. Die Leute sind nicht zusammen in einem Klassenraum, die Leute sitzen nicht an einem Tisch nebeneinander, sehen, fühlen, riechen sich, wie auch immer. Natürlich, das ist irgendwie anders. Das kann von Vorteil sein. genau, oder von Nachteil. Nein, auf jeden Fall, das ist natürlich anders, aber es muss nicht so viel anders sein, weil man nämlich. Ja, man kann Nähe auch virtuell über bestimmte Tools, wenn man es richtig macht, herstellen. Also könnten wir zusammenfassend sagen, die Schreibprozesse können ganz ähnlich ablaufen, aber man muss natürlich verstärkt Tools einsetzen. Ohne Tools geht praktisch nichts. Ne? Genau, ohne Tools geht nichts und man muss halt gucken, dass man, ja, dass man die Tools den Lernern gut erklärt, dass sie wissen, wie sie damit umgehen können. Genau. Alles klar. Welche Tools fallen uns da ein? Also wahrscheinlich Also fällt jedem sofort auf Anhieb Google Docs ein, ne? Google Um Docs. Google Docs, um gemeinsam an einem Text schreiben zu können, obwohl Genau. man gar nicht zusammen an einem Ort sitzt, ne? Gut, Genau, das Google ist für mich Docs toll. und Ist für mich toll, weil ich im Unterricht auch immer, eigentlich lasse ich die Leute im Unterricht immer gemeinsam an einem Text schreiben, in Paaren oder in kleinen Gruppen. Ich mache eigentlich im Unterricht nie individuelles Schreiben. Gut, und das kann man dann natürlich emulieren. Genau, das ist absolut gut und auch natürlich total praktisch, weil ein Gmail-Konto mittlerweile ja fast jeder hat und somit auch Zugang, ne, zum Schreibprozess. Genau. Genau. Soll ich vielleicht einfach mal meinen Bildschirm freigeben und zeigen, was ich mal so in einem Unterricht begonnen und dann als Hausaufgabe weitergemacht habe? Ja, dann können wir vielleicht sehen, welche Funktionen das hat, ne, Genau. und wie man damit umgehen kann. Genau, so. Bei mir dauert das manchmal ein bisschen, weil ich immer erst hier diese Leiste oben genau zur Seite schieben muss. Dann gehen wir jetzt mal. Genau. Kannst du das gut sehen? Ja. Gut, genau. Ich schreibe immer gerne dazu, weil die Leute mittlerweile ja viele Dokumente haben, wir in vielen Sachen gleichzeitig arbeiten und die Leute vielleicht auch noch andere Sachen online machen, andere Sprachkurse, was auch immer. Immer vielleicht ganz gut, wenn man schreibt, worauf bezieht sich das, wo sind die Strukturen zu finden, wo ist das Vokabular zu finden, womit hat die Aufgabe zu tun. In dem Fall war das etwas, wo wir das perfekt geübt haben, A1.2 Kurs. Genau. Ah. Aufgabenstellung ist wichtig, dass sie klar ist, dass man nochmal reingucken kann, vielleicht. Genau. Und hier geht es jetzt zum Beispiel darum, was hast du gestern gemacht? Ganz wichtig ist, hier kann man sehen, man muss schauen, dass man dieses Dokument, das man dann vorher vorbereitet hat mit der Aufgabenstellung und so weiter, vielleicht auch immer gut selber ein Beispiel geben, sonst kann es auch mal nach hinten losgehen.
dass man dann schaut, dass bei Linkabrufen, also ich mache es über die Links, weil ich nicht alle nacheinander einladen möchte über ihre E-Mail-Adressen, die man dann nicht findet oder genau, deswegen mache ich es über die Links, über die Link-Funktion und gebe dann aber ein Bearbeiten. Das ist wichtig, weil sonst können die Leute das nur ansehen, also nur betrachten und dann können die aber selber nicht schreiben. Das ist nicht so schön. So, und ich habe jetzt jeder, der über den Link verfügt, kann auch etwas schreiben. Das hätten wir fertig. Genau. So. So, und dann schreiben die Leute da drin gemeinsam irgendwas. Aha. Genau. Beantworten oder hintereinander irgendwas. Aha. Genau. Und du kannst als Lehrerin dann den ganzen Schreibprozess verfolgen, ja? Genau, ich kann den verfolgen. Schön ist es übrigens, also ich finde es immer gut, wenn man so eine Art, ja, wie so ein Kick-Off zusammen macht, dann in der, ja, in der Videocall-Sitzung fange ich das ganz gerne an, dass wir ein Beispiel zusammen machen. Dann hat man es auf jeden Fall kollaborativ angefangen. Man kann aber dann zum Beispiel sagen, ihr könnt euch das zu Hause ja auch nochmal angucken und noch mehr schreiben. Genau, wie kann ich das überwachen? Ne? Moment mal. Ja. Na, darf ich mal kurz dazwischen fragen? Also du bist mit den Leuten in einer Videokonferenz und arbeitest dann mit den Leuten in der Videokonferenz gemeinsam an dem Text hier. Ja, ah, okay. Das mache ich manchmal. Also richtig synchron. Aha. Richtig synchron, genau. Das heißt, und dann schreibe ich zum Beispiel ein Beispiel, ne, mit dem, was hast du gestern Abend gemacht? Ich habe gestern Abend ein Yoga-Video gesehen. Ne, und dann sage ich, das wäre jetzt eine Möglichkeit, das reicht, okay? Mhm. Und dann sage ich den anderen, bitte schreibt doch jetzt euren Satz. Und dann schreiben sie, also damit ich sehen kann, wer schreibt was, schreiben sie zum Beispiel einfach ihren Namen. Ne? Das war jetzt Uriol, das war Paula, das war Laia. Ne? Und dann schreiben sie ihre Sätze. Und dann sage ich manchmal auch schon so, ah, ich sehe, hier hat jemand aber nicht das Verb am das Partizip am Ende. Oder fange schon mal an, so ein bisschen zu kommentieren. Das ist auch eine wichtige Funktion. Ne? Kommentieren. Ja. Da kann ich dann nämlich, also wie geht man damit um, mit dem, was die Leute da so munter vor sich hin schreiben? Genau, du kannst einfach im Text irgendwas markieren. Ne? Genau. Und also dann, dann öffnet sich hier, wenn du auf den Text gehst mit deinem Cursor. Genau, also ich gehe hier über Vorschlagen. Ich könnte es auch direkt korrigieren. Das ist aber sehr einfach und die Leute haben nicht ganz so viel davon. Oder ich gehe auf Vorschlagen und dann kann ich mal gucken, ne, was hier so gearbeitet wurde. Hier zum Beispiel bei Paki, die gestern klassische Musik gehört, habe ich schon geschrieben, oh, klassische Musik, das klingt gut. Ich könnte noch eine Frage stellen, um mir mehr Informationen zu holen. Ich könnte aber auch grammatisch arbeiten. Ich meine, der Satz ist richtig geschrieben, aber ich könnte auch irgendwie schreiben, ah, überleg doch nochmal, war das jetzt mit Akkusativ oder mit Dativ? Ne? Mhm. Okay. Jetzt gehe ich mal hier zum Beispiel zu Valentina und dann könnte ich jetzt hier schreiben, schön, genau, hat mit ihrem Mann auf dem Balkon ja ein Bier getrunken, es war sehr heiß, sie sitzt gerne auf dem Balkon. Hast du denn Pflanzen, hast du Pflanzen auf dem Balkon? Genau, so. Und dann klickst du auf Kommentieren und schon bleibt der Kommentar da rechts in der Spalte stehen. Genau. Aha. Und andere können dann auf den Kommentar antworten oder sie können im Text die entsprechende Stelle verändern und dann den Kommentar praktisch damit auflösen. Okay, die Kommentarfunktion kannst du immer anwenden. Immer wenn du im Text bist und da irgendwie auf den Text irgendwo klickst, dann öffnet sich hier am Rand des Textes das kleine Plus und darüber kannst du dann kommentieren. Super, ist ja toll. So kann man natürlich gut kollaborieren. Ne? Das ist schön. Und ich kann aber auch gut sehen, zum Beispiel, ich sage immer, schreibt einfach euren Namen, damit die anderen das auch direkt sehen, ne, damit die wissen, ah ja, meine Kollegin Paula, schöner Name, meine Kollegin Paula hat das geschrieben. Ne, das ist einfach, damit die Leute sich besser orientieren können. Mhm. Ich könnte aber auch hier oben auf diese Versionen gehen und dann habe ich einen Versionsverlauf. Versionsverlauf bedeutet, ich sehe genau mit Datum und Uhrzeit, wer etwas bearbeitet, hinzugefügt hat. Genau. Alles dann ist klar. Für mich als Lehrkraft transparent, wer hat sich da wirklich eingebracht, wer hat gearbeitet. In der entsprechenden Farbe. Hier sieht man zum Beispiel, dass du bist ja grün, du hast hier schon was korrigiert. Ne? Genau. Mhm. Alles klar, das ist wichtig bei Gruppenarbeiten und so, dass man auch die Einzelleistung sehen und dementsprechend auch bewerten oder beurteilen kann. Mhm. Ja? Ja, cool. Gut. Alles klar. Super.
Ich mache auch öfter mal was mit Google Docs. Zum Beispiel lasse ich öfter mal Briefe schreiben oder E-Mails schreiben. Mhm. Also das sind dann praktisch Texte oder Schreibaufgaben mit einer ganz klaren kommunikativen Funktion. Ja? Mhm. Und da gehe ich dann immer so vor. Wenn wir einen Brief schreiben, dann müssen wir zuallererst die Situation klar haben, den Kontext klar haben. Das bedeutet also, die Leute müssen genau wissen, was die Situation ist, wer der Adressat ist, was ich mit meinem Brief erreichen möchte. Okay, das ist total wichtig, denn nur so können sie kontextual angemessen schreiben. Ne? Gut, also Kommunikationsabsicht klären, Adressat klären und so weiter. Und dann lasse ich zumindest im Vorfeld gemeinsam arbeiten, in einem Google Docs beispielsweise. Denn die Leute sollen sich im Vorfeld mit vorbereitenden Aufgaben, mit vorbereitenden Aktivitäten überlegen, welchen Wortschatz brauchen wir für so einen Brief, beispielsweise eine Reklamation. Ne? Da könnte man sie zum Beispiel gemeinsam ein Assoziogramm machen lassen, so eine Mindmap, sagt man heute. Und früher hat man auch ein Wortigel gesagt. Ne? Mhm. Oder man macht eine Wortschatzliste, ist ja egal. Welchen Wortschatz brauche ich für eine Reklamation? Das machen sie gemeinsam, okay? Dann, welche formalen Aspekte muss ich beachten bei einer Reklamation? Hier können Sie auch gemeinsam ein Schema für einen formellen Brief zum Beispiel anfertigen, damit jeder nachher beim Schreiben des Briefes selber auch tatsächlich dieses Schema befolgt. Also oben rechts Datum, dann Absender, Empfänger, Betreff, Anrede, genau. Text, Grußformel und so weiter. Mhm. Dann muss ich auf ein bestimmtes Register achten. Ich muss natürlich siezen, ich muss höflich sein. Ich kann nicht ey Mann sagen und so ein Zeug. Welche Redemittel kann ich da gut benutzen? Dann können Sie noch gemeinsam Redemittelraster erstellen für Reklamationen. Und zu guter Letzt, welche grammatischen Strukturen sind wichtig in einer Reklamation? Zum Beispiel Konjunktiv 2, Adjektivdeklination, um was beschreiben zu können. Bedingungssätze, falls Sie das und das nicht tun, stehe ich morgen bei Ihnen auf der Matte und so weiter. So, und dann hat man zumindest im Vorfeld, das kann man sehr gut gruppal machen, im Vorfeld hat man dann alle möglichen Teilelemente zusammengetragen, schreibenderweise natürlich auch, um dann nachher den tatsächlichen Brief zu schreiben. Den kann man dann individuell schreiben oder auch in Paaren beispielsweise oder in Trios in Google Docs. Und wenn man möchte, kann man sowas sogar aufbauend machen lassen, also aufbauend vorgehen, dass man zuerst eine einfache Version schreibt dieses Briefes, zum Beispiel nur mit Hauptsätzen und in der zweiten Version dann die ganze Sache verkompliziert und dann Nebensatzstrukturen mit einbaut, Kohäsionselemente und so weiter. So, und das alles kann man machen, wie gesagt, in Gruppenarbeit oder einzeln, den Brief selber schreiben zum Beispiel, da ist es manchmal sinnvoller, das vielleicht in Einzelarbeit zu machen, während man im Vorfeld in der Gruppe arbeitet. Und man kann es natürlich in der Gruppe synchron machen oder asynchron. Ich arbeite eigentlich lieber asynchron, solche Sachen, so Schreibgeschichten, weil ich bei den Videokonferenzen eigentlich lieber sprechen trainiere und mündliche Interaktion. Deswegen, wenn die Leute schreiben, dann sage ich denen immer, ihr könnt nachher asynchron schreiben und das ist dann auch einfacher zu organisieren, terminlich und so weiter. Wenn ihr synchron in der Gruppe gemeinsam arbeiten möchtet, könnt ihr das natürlich aufmachen, aber ich muss nicht unbedingt dabei sein. Klar. Der Person. Dann könnt ihr sich selber anskypen oder anzoomen und dann gleichzeitig im Dokument arbeiten, wenn sie möchten. So, und das wäre für mich zum Beispiel so eine Aktivität formeller Brief. So würde ich das aufbauen und so würde ich das dann im Google Docs machen lassen. Finde ich gut. Werde ich auf jeden Fall auch so machen. Okay. Aber wir haben noch ein Tool, ne? Genau, wir haben noch ein Tool, noch ein anderes Beispiel. Dafür teile ich jetzt auch nochmal meinen Bildschirm. Mhm. So. Okay. Ein sehr schönes Tool, wie ich persönlich finde. Ich mag das sehr gerne. Mhm. So, sieht man das jetzt schon? Na, Padlet. Sieht man mein, genau, Padlet. Jetzt müsste man hier mein Dashboard, mein sogenanntes sehen. Hier sieht man so eine Übersicht. Ich bin immer genau am Limit. In der Free-Version darf man halt genau die 5 Padlets haben. Da muss man einfach mal zwischendurch hier über die Löschfunktion einfach eins löschen. Genau, aber so viele kann man auch gratis haben. Mhm. Genau. Gehen wir mal direkt in ein Padlet rein, in die Online-Auktion.
Genau, was man hier immer schön machen kann. Genau, man hat immer den Titel, irgendwas, das man sofort erkennt. Okay, vielleicht, ne, man könnte auch zum Beispiel noch so die Kursstufe schreiben oder welche Klasse das ist, ne? Genau, und dann so ein bisschen etwas, wo man erkennt, okay, Online-Auktion, da weiß man so ein bisschen, worum geht's. Dann hat man so eine kurze Beschreibung. In der Beschreibung würde ich vielleicht schreiben, wenn man sich auf Seiten im Lehrwerk bezieht, wo irgendwelche Strukturen oder Vokabular schon angegeben ist. Man muss ja nicht immer alles selber erarbeiten. Man kann ja auch mal auf Sachen zurückgreifen. Dann würde ich die Seite da angeben oder einfach die Lektion. Und dann ganz kurz einen Arbeitsauftrag, den man gut versteht. Genau. Hier ging es jetzt darum, dass die Leute Sachen, die sie zu Hause haben, in einer Online-Auktion feilbieten sollen. Und das Schöne ist halt, man kann darauf reagieren. Das ist halt, wie gesagt, kollaborativ, interaktiv. Man kann einstellen, ob man als, ja, als visuelles Feedback, also so als ja, symbolisches Feedback, ob man da ein Herzchen geben möchte, gar nichts, das geht auch. Oder ob man vielleicht Sternchen vergeben möchte oder Daumen hoch, Daumen runter. Das sind so Optionen, die man hat, die ja auch in A1-Niveau immer schon gut funktionieren. Ne? Vielleicht kann ich. Vielleicht kann nicht jeder immer drei Sätze schreiben als Kommentar, aber sagen, finde ich super, das kann jeder irgendwie, ne? Genau. Sollen wir vielleicht mal zeigen, wie wir das so machen würden? Jetzt musst du, wir haben jetzt eine Schere hier auch noch. Ja. Vielleicht kannst du mal unten rechts, da ist nämlich dieses, wenn man etwas verfassen möchte, dann geht man unten auf so ein Pluszeichen, genau, das Pluszeichen, das da ist. Aha. Mal also schauen, ich ob ich es sehen kann. Ich gehe jetzt selber in mein Padlet rein, meinst du, ja? Und schreib dann da was und du müsstest das dann da sehen können, wo du jetzt bist. Genau, also wir sind dann beide gleichzeitig. Mache ich das mal. Was könnte ich denn mal anbieten? Überleg du mal ganz kurz, was du anbietest. In der Zeit zeige ich nochmal eine andere wichtige Funktion. Hier kann man nämlich, also wenn man das Padlet jetzt so erstellt hat, ich bereite das immer alles in Ruhe vor, auch wichtig, immer Beispiele geben, sonst wird das alles zu lang, zu kompliziert. Immer Beispiele geben, ein oder zwei. Und dann geht man über die Share-Funktion, kann man gucken, wie möchte man das teilen. Es gibt die Möglichkeit, dass man das Padlet komplett offen lässt, dann kann das ganze World Wide Web das Padlet sehen und je nachdem, ob man das bearbeiten kann oder nicht, damit arbeiten. Das muss man vorher zulassen. Oder man kann einfach auch sagen, okay, das ist ein Link, der generiert wird und dann gibt es ein Passwort dazu. Und das muss man den Schülern schicken und dann sind die hier. Und dann können die das machen, was Pedro gerade macht, nämlich seine alten Cowboy-Stiefel verkaufen. Ja. Ich verkaufe meine alten Cowboy-Stiefel, sie sind obercool. Sagt man obercool? Ja, weiß ich nicht. Ja. Und ich bin eigentlich in sie verliebt. Das ist aber schade, dass du Sachen, in die du verliebt bist, verkaufen möchtest. Guck mal. Ich gebe jetzt direkt mal ein Herz. Immer direkt ein Herz. Ja. Oh. Dann würde ich jetzt... das sind ja sehr schöne Cowboy-Stiefel, die ich jetzt zu einem Sommerkleid unbedingt tragen könnte. Wahrscheinlich in Größe 43. Dann würde ich jetzt mal wissen wollen. Noch größer. Aber du kannst ja vorne Watte reinstecken. Ist ein bisschen warm im Sommer zu meinem Blümchenkleid. Ich würde jetzt wissen, da fehlt ja jetzt noch der Preis. Dann könnte man jetzt schreiben oder die Schüler könnten dann sich die Informationen holen. Was kosten die Stiefel? Ja, oder sind die aus Leder? Ne? Genau, dann kommentiert man. Schreibst du das im Kommentar? Ah, cool, jetzt kann ich hier schon den Kommentar sehen. Jetzt, den kannst du jetzt schon direkt sehen. Dann könntest du mir antworten. Die kosten 20 Euro das Stück. Also 40 das Paar? Genau. Da hast du jetzt aber, bist du gemein. Aber rein, ne? Sieht wie ein guter Preis aus, ne? Aber man muss lesen. Dann sind es aber 40. Genau. Ah, das ist ja richtig schön. Also kann man hier auch richtig interaktiv werden. Genau. Durch die Fotos und so wird es wirklich sehr schön vom Angucken her. Es macht Spaß zu gucken, was die anderen geschrieben haben. Und das ist ja wie ein Wallapop. Ist ja richtig realistisch. Genau. Ne? Und die Übung ist gut. Wenn du so eine neue Box aufmachst, kannst du ja mal eben machen bei dir selber. Indem du auf das Plus klickst. So, jetzt muss ich hier einen Titel geben. Was verscherbel ich denn hier noch? Du gibst einen Titel oder so, aber das ist ja egal. Aber wenn du den Titel gibst, zum Beispiel, schreib mal irgendwas da rein. Geranien, aber eigentlich will ich die Geranien. Okay, jetzt sei mal, schreib mal nichts weiter, ist ja egal. Jetzt geh einfach mal auf diesen Google Globe da unten. Genau, hier. Genau.
Und so. Je nachdem, was du oben als Titel eingegeben hast, kommen dann schon Bilder. Und da Padlet genau. die selber so da rein buxiert, gehe ich mal davon aus, dass es nicht verboten ist, die hier im Padlet auch zu benutzen. Genau, die haben wir nicht ausgesucht, die werden, genau, die sind schon vorhanden, die werden so generiert. Man könnte auch Videos suchen lassen, dann kommt direkt Geranien umtopfen. Genau. Ist vielleicht auch ganz schön, ne? Wenn die Leute sich dann direkt weiter Tipps geben. Es gibt genau. sogar so, genau, Audios. Ja, also das weiter. Ergebnis dieser Schreibarbeit hier ist eine sehr schöne Wall mit vielen Bildern. Man kann auch Audios verlinken. Man kann Videos verlinken, man kann, wenn man mit dem Telefon arbeitet, selber Fotos machen und die da reinstellen. Und das heißt, das Ergebnis ist sehr schön, aber der Prozess ist eigentlich auch schon richtig toll. Denn ja. es tauchen immer wieder neue kleine Boxen auf. Wenn man zum Beispiel den Zeitraum für die Aufgabe relativ kurz hält, zum Beispiel nur 3 oder 4 Tage, dann tauchen eben in relativ kurzer Zeit ziemlich viele Boxen auf und so weiter mit immer wieder neuen Texten. Das ist richtig schön und interessant für die Leute, für die Lerner und Lernerinnen, da immer wieder reinzusehen, zu reagieren, neue Sachen genau. zu lesen, eventuell selber nochmal was Neues zu schreiben und so. Es kommt immer sehr gut an und ist ein schönes Tool, um so gemeinsam an so einer Art von, sagen wir mal, Kollektivtext zu arbeiten. Ja? Genau, auf jeden Fall. Und es wächst und wächst. Und was auch schön ist, wenn man sagt, okay, die Deadline war jetzt zum Beispiel, die Deadline ist heute um 14 Uhr. Dann kann man am Ende, so als Abschluss, damit man das Ganze abgerundet hat, könnte man das Ganze auch als PDF-Dokument genau. exportieren. Und dann kann man sagen, okay, vielleicht korrigiert man vorher mal die schlimmsten Sachen. Und dann ja. sagt man, okay, Leute, wir sind fertig, vielen Dank für eure Mitarbeit. Ich habe jetzt hier das fertige PDF und man schickt es nochmal an alle. Und alle haben dann so ein fertiges Produkt als PDF. Finde ich schön. Alles klar, ja. Und das PDF sieht auch sehr schön aus. Das sieht fast aus wie eine Zeitung oder so. Ja, das ist wirklich schön. Und man kann natürlich auch die Korrekturphase in einer Videokonferenz machen mit den Leuten. Ne? Genau. Dass man schnell darüber geht oder fragt, hier ist was falsch, was würdet ihr korrigieren und so weiter. Genau. Das geht alles. So ein bisschen. Okay, genau. Nina. Ja, zwei Vorschläge. Hat Spaß gemacht. Sind wir fertig? Ich würde sagen, wir sind fertig. Ich stopp mal schon mal hier, dass ich den Bildschirm teile. Dann sehen wir uns nochmal. Alles klar. So. Genau, nee, schön war's. Es wäre übrigens super, weil genau, ne, virtuell sind wir sind ja auch darauf angewiesen, dass das Ganze lebendig ist und wir ein bisschen Nähe von euch bekommen. Ihr könnt uns gerne Kommentare und Ideen, über die wir mal sprechen sollen, was ihr braucht als Lehrkräfte zu Hause online unterrichtend. Könnt ihr uns gerne hinterlassen. Macht uns einfach Vorschläge und wenn wir schlau genug sind, dann machen wir dazu ein Video. Okay? Und wenn nicht, dann machen wir die nicht, genau. Oder wir machen trotzdem eins. Oder wir informieren uns vorher. Genau. Alles klar, super, liebe Leute. Vielen Dank. Nina, mach's gut. Super, mach's Tschüss. Gut. Ciao. Tschüss.